Wir wollten schon immer irgendein Haustier haben, aber wir konnten uns nicht entscheiden, welches. Ein Hund, eine Katze. Egal, jetzt haben wir unsere eigenen Kakerlakenkolonie. Yay. Wenn wir es nicht wollen, dass sie bleiben und uns dazu auffordern, ihnen einen Ball zu werfen, müssen wir ein Mittel gegen sie finden. Mit dem Ball übertreiben wir gar nicht. Diese Würmer sind fast so groß wie Welpen. Ja, dann haut mal drauf hier. Wieso können wir das nur immer im Nachhinein machen mit der Waffe? Kakerlaken scheinen weg zu sein. Und die Waffe ist auch noch da. Auch nicht schlecht hier. Sieht man das? Eine zweiköpfige Kuh. Ja, der Timmy weiß, was los ist. Der hat ein Trauma fürs Leben, ey. Oder die Mary Jane war's. Oder der Ted oder die Loris. Hat da irgendwas hingekritzelt. Zweiköpfige Kuhn. Der Sieg ist unser. Die Kakerlaken wurden geschlagen. Hier ist der Tag des Ruhms für die postapokalyptische Menschheit. Der Mensch erweist sich noch einmal als ein überlegene Gattung. Mary Jane ist nämlich hungrig. Timmy geht's anscheinend jetzt wieder ein bisschen besser. Und Dolores möchte was essen. Guten Appetit. Oha. Ah ja, ich habe ja immer noch kein Radio. Ich lese es trotzdem jetzt einmal vor, weil wir das noch nicht hatten. Wie lange wir Lebensmittelvorräte haben, so lange können wir im Bunker bleiben. Aber eines Tages werden wir ihn verlassen müssen. Es wäre gut, sich direkt an einen sicheren Ort zu begeben, anstatt vom Regen in die Traufe zu kommen. Unsere Hoffnungen liegen auf den tapferen Soldaten, die mit Sicherheit zu uns kommen und uns helfen. Was? Und uns in einen gut versteckten und ordentlich ausgestatteten Regierungsbunker bringen werden. Dime hat Comics über solche Geschichten gelesen, also muss es wahr sein. Alles, was wir tun müssen, ist eine Verbindung mit der Armee aufzunehmen. Können wir nicht. Haben wir halt Pech gehabt. Vielleicht bringt uns ja der Ted demnächst. Er ist aber immer noch nicht zurück. Vielleicht bringt er uns mal ein Radio mit. Das wäre wirklich super, wenn er das machen würde. Sofern wir mit den Katastrophenwarnungen auf den Laufenden sein wollen, müssen wir jetzt regelmäßig Radio hören. Eine Alternative wäre sorglose Spaziergänge an der radioaktiven Oberfläche in der Hoffnung, dass jemand um die Ecke kommt und uns rettet. Die erste Option klingt vernünftiger. Mary Jane bleibt gut gelaunt. Ein wenig Wasser. Timmy wird es nicht verachten. Es scheint okay sein. Timmy. Prost. Das Überleben unter der Erde ist kein Zuckerschlecken. Nee. Und es wird sich wohl auch nicht in diese Richtung entwickeln. Wir geben uns jedoch der Illusion hin, dass früher oder später alles wieder normal sein wird. Weil sonst wir wohl mit Gefahren werden kämpfen. Was? Kämpfen? Wir wohl mit Gefahren werden kämpfen müssen, von denen wir nie zu träumen gewagt haben. Das soll eigentlich ein E sein, denke ich mal. So, Tag Nummer 15. Der Ted ist immer noch nicht da. Das Leben unter solchen Umständen hätte fast jeden niedergeschlagen. Wir müssen uns ausraffen und geduldig auf die Rettung warten. Es wird wohl jemand unterwegs sein. Oder? Mary Jane möchte was trinken. Und Dolores auch. Ted, bitte komm zurück. Wir brauchen Items. Zu unserem Versteck ist ein unbekannter Mann hereingeschlichen. Er hat uns gesagt, er sei einmal ein Buchhalter gewesen. Aber jetzt kämpft er, da fehlt das P, kämpft er als Händler und Zocker ums Überleben. Er hat uns vorgeschlagen, ein Kartenspiel um zwei Wasserflaschen zu spielen. Sollen wir spielen? Nee, können wir nicht und ist vielleicht auch besser. Man kann natürlich auch verlieren. Da ist er ja wieder, der Ted. Und die Gasmaske ist heil geblieben. Wow, zweimal schon. Und ja, er sieht ein bisschen müde aus. Timmy ist zum Beispiel jetzt wieder fit. Nach der Expedition, das weiß ich, wird derjenige, der dann draußen war, erstmal für ein paar Tage müde und kann nicht mehr zur Expedition. Und dann sieht man so ein bisschen müde aus. Gut, Timmy hat sich auch wieder erholt. Glücksspiel ist eine schreckliche Gewohnheit. Was für ein Vorbild für die Kinder. Wir brauchen die Vorräte, aber wir werden sie nicht auf diese Art erwerben. Schon eher würden wir jemanden ausrauben. Wir haben diesen Mann weggeschickt. Was fällt denen ein? So, Ted ist von unserer Expedition vorbehalten zurückgekehrt. Und hat unsere Gasmaske wieder mitgebracht. Ted, super. Wen rufst du an, wenn die Welt in den Flammen steht? Die Feuerwehr.
Als wir gesehen haben, dass die Feuerwache immer noch dasteht, waren wir sehr aufgeregt. Die Feuerwehrleute haben ein bisschen die Inneneinrichtung und ihre Uniformen geändert. Die meisten Wände waren schwarz und rot gestrichen und die Helme waren mit auf der Schnelle gemalten Totenköpfe geschmückt. Wer hätte gedacht, dass unsere lokale Feuerwehr solche Künstler sind? Einfach Boheme? Boheme? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht das Wort. Boheme. Ja, ich bin gerade auch am Überleben, aber nie, sagt mir jetzt nichts. So, bei der Garage haben ein paar Feuerwehrsleute Wirtschaftsarbeiten ausgeführt. Sie waren gerade dabei, riesengroße mutierte Kakerlaken mit Hilfe eines Schlauches mit Wasser zurückzuschrecken. Wir haben dem Spiel angeschlossen, es ist uns gelungen, sogar ein paar Flaschen mit Wasser zu befüllen. 3 Stück. Tim. Ah ne, Timmy war das ja gar nicht, das war ja Ted. Ted, super. Obwohl sie zu Anfang ganz freundlich zu uns eingestellt waren, konnte man merken, dass die Feuerwehrsleute mit der Zeit etwas unruhig wurden. Schlussendlich haben sie uns eine Dose Insektenspray gegeben und uns durch die Tür hinausgeschubst, wobei sie uns gebeten haben, keinem etwas darüber zu erzählen, was wir hier gesehen haben. Interessant. Warum? Vielleicht sind die Feuerwehrsleute zu bescheiden und wollen nicht, dass alle zu ihnen kommen und sie mit Geschenken überschütten. Yeah. Endlich mal Insektenspray. Und passt auf, ich habe jetzt das Gefühl, dass nie wieder in dieser Runde Kakerlaken auftauchen. Das wäre natürlich perfekt. Und jetzt haben wir das Gift. Mary Jane ist nicht besorgt. Timmy hat sich erholt. Es war ein ziemlich ruhiger Tag für Dolores. Ted sieht schwach aus. Wenn er nicht gleich etwas isst, kann es ja schlecht enden. Ted ist müde. Ted, guten Appetit. Klingeling, klingeling. Wir haben gedacht, dass nach der Expedition der Atombombe uns niemand mehr anrufen wird. Doch jetzt haben wir eindeutig ein Telefonklingeln gehört, das von irgendwo von draußen gekommen ist. Es hätte einzig die öffentliche Telefonzelle auf der anderen Seite der Straße sein. Können? Okay. Sollte jemand dorthin gehen und die Telefonhörer abnehmen? Den Telefonhörer? Joa, ja. Wer war denn noch nicht draußen? Die beiden. Ene, mene, Mist, der ist rappelt in der Kiste. Ene, mene, Mu und raus bist du. Du gehst nach draußen. Okay. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter Dolores. Und da ist er auch schon wieder. Okay. Wir sind ans Telefon rangegangen und konnten ein erleichtertes Aufatmen der Anrufer hören. Sie haben sich als die Überlebenden aus der Nachbarstadt Hill Valley vorgestellt. Nach einem kurzen Informationsaustausch war die Leitung tot. Auf ihrer Seite musste etwas kaputt gegangen sein. Wir hoffen, sie rufen uns wieder an. Wir haben uns sehr gefreut, dass Dolores unverletzt aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Mary Jane ist nicht besorgt. Timmy braucht nicht viel, aber er braucht was zu trinken. Ted hat Hunger. Okay, du möchtest was trinken, du möchtest was essen. Dann mal weiter. So, draußen herrscht eine unheimliche Stille. Vielleicht ist es ganz sicher dort. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es nicht erfahren, wenn wir es nicht selbst überprüfen. Dolores ist sicher, dass sie an der Oberfläche überleben wird. Mary Jane ist dazu bereit, nach Vorräten zu suchen. Hört sich auch jetzt nicht so gut an. Timmy ist voll Kraft. Timmy ist voller Kraft und Zuversicht. Dolores, Mensch, du bist aber motiviert. Dann schicken wir dich mal nach draußen. Oh, was ist denn jetzt los? Mary Jane ist normalerweise fröhlich, aber heute geht es ihr schlecht. Sie summt immer noch etwas vor sich hin und ahmt dabei die Geräusche der Tube nach. Welcher Tube? Der YouTube? Sie hat gesagt, dass sie alles dafür geben würde, um ihr Instrument wieder zu spielen. Was wahrscheinlich passiert, wenn wir aus dem Bunker gehen, wenn wir sie aus dem Bunker gehen lassen. Es ist aber vielleicht bedenkenswert, wann das ihre Laune verbessern sollte. Ja, komm, ja. Mach das. Ich, möchte, dass alle sich wohlfühlen. So. Sieht auch gut aus. Was ist denn mit dir passiert? Was ist denn mit dir los? Nee, das ist ja Mary Jane, ne? Es ging ja jetzt gar nicht um Dolores. Es ging ja jetzt um Mary Jane. Stimmt. Als wir ihr es erlaubt haben, war ihre Freude unbeschreiblich. Mary Jane beteuert, dass ihr sogar irgendwelche Noten reichen werden, sofern es ihr nicht gelingt, die Tube zu finden. Oder soll das heißen Tuba? Tuba ist ein Instrument. Die Tuba. Tube, weiß ich nicht. Heimlich hoffen wir, dass das Instrument die Explosion nicht überstanden hat, ehrlich gesagt.
Wir bevorzugen die Radiostörungen und das süße Geräusch der Stille. Wir freuten uns sehr, als wir die Tür des Bunkers öffneten. Mary Jane war wieder da. Na, aber ich glaube, die ist ein bisschen müde. Ja, die sieht, glaube ich, nur müde aus. Okay. Wer nach Vorräten sucht, der hat jede Ecke zu prüfen. Auch dann, wenn die Ecke unscheinbar aussieht. Mit diesen Gedanken sind wir in die Mitte der Ruinen der lokalen Bank vorgedrungen. Wir haben auf etwas mehr gehofft als nur einen Haufen von schon jetzt wertlosen Münzen. Es sieht danach aus, dass jemand die Bank während der Explosion ausgeraubt hat. Die Schatzkammer stand offen. Das Mannloch war mit Segen versenkt, die in Plüschbären versteckt waren. Was denn? Wir haben auch rausgekriegt, warum es jemand so sehr daran gelegen hat, diese Bank auszurauben. Die Schatzkammer war voll Tomatensuppen. Wie sind diese bloß hierher gekommen? 4 Stück! Wow. 4, nice. Weil da wurden gerade schon ein paar weggeslurft, also waren auch nicht mehr so viele da. An den Kassen lag eine Einkaufstasche, darin war ein paar gefolte Bananen, eine Handcreme, Latschen in Form von Kaninchen und ein bisschen Wasser. All diese Schätze lachten uns an, aber wir haben uns schlussendlich für Wasser entschieden. So. Ein Wasser. Ist nicht so viel, aber haben wir ja noch genug. Was für eine Verantwortungslosigkeit. Im Zimmer der Wachleute hat es Skelette von 2 Personen gegeben, die offensichtlich mit einem erbitterten Kartenspiel beschäftigt waren, als die Explosion erfolgt ist. Gut, dass wir alle unsere Ersparnisse an einem wirklich sicheren Ort, das heißt in einer speziellen Keksdose in der Küche aufbewahrt haben. Diese Wachleute haben die Bank vor der Explosion der Atombombe zwar nicht geschützt, aber zumindest ihre Spielkarten leisten. Man sieht wirklich, da sind eine Menge Schreibfehler noch drin. Aber naja, einen wesentlichen Beitrag zu unserer Unterhaltung im Bunker. Danke. Das heißt, wir haben Spielkarten bekommen. Cool. An einem der Fenster haben wir einen Koffer voller Banknoten gefunden. Es sieht danach aus, dass jemand es vorhatte, in die Bank ein kleines Vermögen einzuzahlen. Naja, Zinsen sieht er nicht so schnell. Doppel L. Wir haben das ganze Geld auf den Boden ausgeschüttet, aber wir haben den Koffer genommen. Ein Koffer. Was wir damit machen können, erkläre ich gleich noch. In den Bankräumlichkeiten hatte es einen Tresor gegeben. Drin hat es nichts Interessantes gegeben, aber das vorherige Schloss, das wir daneben gefunden haben, kann für uns vom Nutzen sein. Boah, was haben wir denn alles gefunden? Hier steht ja alles voll. Da. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Karte und ein Radio. Und eventuell noch Items, die ich noch nicht kenne. Aber ansonsten, ich glaube, hier kann man noch ein Item hin tun. Das sieht jedenfalls so aus, aber ich weiß gerade nicht welches. So, da ist das vorhin geschlossen. Majin hat verdient etwas zu essen. Ernsthaft. Okay, Hunger. Okay, Timmy und Mary Jane, die kleinen Kinder haben Hunger. Und der Vater hat Hunger und Durst. So. Und die Dolores möchte gar nichts? Okay. So, muss man ganz kurz nochmal zurück. Die Kinder haben Hunger. Und der Vater möchte beides. Schluss mit dem Faulenzen. Es ist höchste Zeit, nach oben zu gehen und nach weiteren Vorräten zu suchen. Es ist möglich, dass die Stoßwelle nicht alles zerstört hat. Vielleicht hat jemand die Explosion überlebt. Schauen wir mal nach. So. Dolores, du warst ja so motiviert, nach draußen zu gehen. Dann machst du das jetzt bitte auch. Jetzt können wir den Koffer benutzen. Wie man sieht, hier sind weitere Hände, die einfach nur durchstrichen sind. Und das bringt uns auch nichts weiter. Wenn wir jetzt den Koffer haben, heißt es, die Dolores darf jetzt mehrere Sachen mitnehmen. Zum Beispiel die Gasmaske, dann Taschenlampe und vielleicht noch eine Axt. Mache ich aber nicht, da wir die Sachen eventuell gebrauchen könnten, während sie weg ist. Und ja, deswegen gebe ich ihr nur die Gasmaske mit. So. Das sollte eigentlich auch schon genug sein. Hoffe ich mal. Nicht, dass sie nachher entführt wird. Und hätte sie eine Axt, hätte sie den Entführer dann eine verpassen können. Ich hoffe mal, sie kommt wohlbehalten zurück. Benjamin ist ziemlich hungrig. Timmy auch. Nee. Timmy möchte gar nichts. Okay. Ted knurrt der Magen und Mary Jane auch.
Guten Hunger, guten Hunger. Oha. Einer unserer Regale hat ein wackelig... Was? Was? Ein unserer Regale hat ein wackelig gewackelt. Als haben wir es verschoben. Also haben wir es verschoben, weil es gewackelt hat. So, damit es auf einem nicht so willigen Untergrund steht. Dadurch haben wir eine geheime Tür entdeckt. Wohin führt sie? Keine Ahnung. Aber lass es uns herausfinden. Ich würde sagen, dass wir dann doch eher eine Taschenlampe benutzen. Damit wir auch was sehen. Hoffentlich funktioniert das. Tag 20. Ne, ich sehe es jetzt schon. Leute, ein Radio. Ne. Das ist ja ein Ding. Heute haben wir echt Glück. Als wir den Plunder durchsucht haben, haben wir ein funktionierendes Radio gefunden. Wir müssen es angemessen verwenden. Und eine Frage. War diese Zeichnung da auch schon vorhin? Ich habe doch die Wand nach Zeichnungen abgeguckt. Hier haben wir irgendeinen Mann, das könnte der Ted sein, der einen Baum fällen möchte. So. Benjamin muss was trinken. Timmy auch. Ja, die beiden. Ein Radio, das ist natürlich gut. Oh, und wir können es gleich benutzen. Die Regierung ist unsere einzige Chance, aus dieser Hölle gerettet zu werden. Man kann über sie klagen, aber das ist typisch für Nörgler oder Kommunisten. Wir sind anständige Bürger und pflichtbewusste Steuerzahler. Deshalb sind wir ganz sicher, dass Onkel Sam uns retten wird. Na gut. Außerdem einmal als... Ach, unwichtig. Die Vertreter der Regierung werden kommen und wir sollten Augen und Ohren offen halten. Alles klar. Tag 21. Gute Nachrichten. Die Regierung hat eine Radiosendung über die Evakuation. Evakuation der Überlebenden auf unseren Umgebung ausgestrahlt. Der Sprecher hat alle um Geduld gebeten und gesagt, da fehlt das E. Mensch, dass wir in den kommenden Tagen weitere Nachrichten erwarten dürfen. Schon bald werden wir diesen Ort verlassen. Das sind gute Aussichten. Wir sind beeindruckt, wie gut Mary Jane zurechtkommt. Heute geht es ihr gut. Tim geht es gut. Oder zumindest war es vor 5 Minuten so. Ted sollte etwas trinken. Ted! Prost! Trink aufs Wohl. Im Radio wird erzählt, dass das Militär Versorgungsgüter abwirft. Es ist höchste Zeit. Wir sind ehrliche Steuerzahler und wir haben uns wohl verdient, ein oder zwei Kisten abzubekommen. Sollen wir losziehen, um sie aufzusammeln? Geht nicht. Die Gasmaske hat Dolores. Es kommt unpassend. Tag 22. Okay. Ted, Mensch, wann bist du denn endlich mal wieder erholt? Ach, der ist so deprimiert. Es wäre zu gefährlich, ohne Schutzkleidung rauszugehen. Wir haben uns also entschlossen, hier zu bleiben und das Radio zu hören. Das Rauschen im Radio wirkt so entspannt. Oh, ich hasse das Rauschen eines Radios. Habe ich zwar lange nicht mehr gehört, aber... Also, das Rauschen von einem Radio. Aber ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht. Majan fühlt sich wohl. Timmy scheint okay zu sein. Ted hat sich erholt. Was? Naja. Okay. In solch einem kleinen Bunker gibt es leider nicht allzu viele interessante Sachen zu tun. Also dachten wir, lass uns etwas spielen. Spiele sind doch nicht nur etwas für Kinder. Nö. Nö. So, was habt ihr denn so gespielt? Wir haben uns gedacht, dass das Spiel Stille eine tolle Idee ist. Die Stille war jedoch so irritierend, dass wir mit dem Spiel schnell fertig waren. Wow, die haben echt die besten Spiele. Mary Jane braucht Wasser. Wasser und Ted möchte gar nichts. Wasser und Wasser. Unser Mülleimer wird immer ekelhafter. Die gute Nachricht ist, dass wir den Appetit verlieren. Okay, das hatten wir schon. Deswegen lassen wir das. Okay, wir können die Kakerlaken verscheuchen. Diesmal auf Anhieb, da wir das Gift haben. Und das mache ich sofort. Ich möchte keine Kakerlaken mehr ins Haus haben. Und die Dolores, Mensch. Und die hat die Gasmaske wieder zurückgebracht. Und die ist nicht kaputt gegangen. Und wir haben eine Karte. Und wir haben ein Buch. Ich glaube, wir haben alles, was es gibt. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das jetzt auch nicht so oft gemacht, aber... Wow, ey, das ist eine Fliege. Hui. Kann ich die antippen? Habe ich die gerade weggetippt? Kann sein. Wir haben voll viele Sachen.
Also, wir spielen ja auch auf der einfachen Schwierigkeitsstufe, sagen wir es mal so. Wir wollen uns ja dann noch steigern, wenn hier alles gut funktioniert. Erstmal müssen wir reinkommen. So. Tag 24. Die sprichwörtliche Kugel hat uns diesmal an dem Ohr vorbeigepfiffen. Das heißt, wenn die sprichwörtliche Kugel riesig und behaart wäre, so wie 8 Beine und leuchtendes Maul hätte. Wir hoffen, dass die Krise wurde schon endgültig überwunden. Boah, das war komisches Deutsch, habe ich das Gefühl. Das heißt, das Gift ist weg, die Kakerlaken sind auch weg.